Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Outriders und einem neuen Update. Ein neuer Patch ist da und Geschenke sind auch mit an Bord im heutigen Video. Deswegen glaube ich, wird sehr interessant auf alle Fälle für alle Leute, die aktiv spielen oder die sagen, hey, jetzt schaue ich nochmal rein, lohnt sich denn das Ganze? Also reinschauen würde ich auf jeden Fall. Ich weiß genau eure Kommentare zum letzten Video. Da sind viele nicht wirklich mega glücklich mit Outriders. Sagen, sie geben ihm nochmal eine Chance, wenn denn das mit dem Loot geregelt ist. Da gleich die Entwarnung oder besser gesagt halt der Hinweis, dass es heute noch nicht der Fall. Auch beim letzten Mal gab es auch so leichte Verwirrung. Mehr legendäres Loot ist momentan aktuell noch nicht drin im Patch. Ganz wichtig für euch als Hinweis. Wenn euch das heutige Video gefällt, wenn es interessant für euch ist, würde ich mich natürlich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt, ne, dann ist jetzt vielleicht ein guter Augenblick, das Ganze zu tun. Nebenbei auch noch die Glocke zu aktivieren, dann werdet ihr hier über alle Updates natürlich immer zeitnah informiert. Und daher ist das ganz praktisch und unterstützt natürlich mich auch bei meiner Arbeit. Und damit schauen wir rein in den heutigen Patch. Die haben bereits jetzt schon den nächsten erstmal angekündigt. Also ich glaube, die Leute bei People Can Fly kündigen gerne schon mal an, hey Leute, wir sind wirklich fleißig, wir sind am Machen, wir sind am Tun und das sind sie ja wirklich, um sich zu versuchen, ja, da wieder herauszuwinden aus den Sachen, die ihnen da so passiert sind. So nenne ich es einfach mal. Nett. Das ist die nette Variante davon. Wie gesagt, ich habe selber gelesen bei euch in den Kommentaren, dass ich da ruhig auch meine Meinung ruhig ein bisschen kundtun kann, weil ich ja selber auch nicht so zufrieden bin mit dem, wie es aktuell in Outriders läuft. Aber kommen wir dazu, was gibt es denn gratis? Genau, es gibt nämlich gratis Geschenke. Und wenn ich überlege, ich würde wahnsinnig gerne nachgucken. Ich habe das jetzt leider versäumt vor dem Video. Wann ich das letzte Mal das Video gemacht habe, es kommen gratis Geschenke. Und da kam immer wieder die Frage von euch, ja, wann kommen die denn endlich? Die Fragen hörten auf und das Thema, ja, ging in die Vergessenheit über. Jetzt kommen die gratis Geschenke. Das, was uns also vor langer, langer Zeit versprochen wurde, was direkt als nächstes kommen sollte, nachdem die Leute ihre Charaktere wieder haben, war, damals hieß es noch, das Paket als kleines Sorry, also ein Entschuldigungspaket. Jetzt ist es ein Dankeschön-Paket geworden. Also da haben sie den Namen leicht geändert. Sie wissen wohl selber, Entschuldigung, das kommt nicht so gut an. Wenn der Hersteller ja ein Entschuldigungspaket bringt, dann ist klar, da hat vorher was schiefgelaufen. So ein Dankeschön-Paket hat einen viel positiveren Eindruck, ne? Da sagt jemand Danke, danke dafür, dass ihr da seid, danke dafür, dass ihr unser Spiel spielt. Und nicht sorry, dass wir unser Spiel am Anfang verkackt haben und es weiter verkacken. Deswegen ein Dankeschön-Paket gibt es. Und wie versprochen, kriegt jeder ein Godroll Legendary bei sich in die Post hinein. Godroll Legendary, also nicht nur in die Post hinein, also es ist auf eurem Charakter, wenn ihr einloggt, und zwar auf eurem höchsten Charakter. Es ist also auch egal, welchen Charakter ihr, wenn ihr mit dem Kleinen reingeht, keine Sorge, wenn ihr mit dem Kleinen reingeht, dann bedeutet das nicht, dass ihr auch nur ein kleines Legendary bekommt, sondern das geht auf euren höchsten, fortgeschrittenen Charakter. Wie sie das dann da genau auseinanderhalten, weil mittlerweile ist das Spiel alt genug, dass man eigentlich ja alle Charaktere auf Max hat, welcher da jetzt derjenige ist, welcher... Gute Frage, ist ja auch egal, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, es gibt auf alle Fälle High-Level Legendary Loot, Godroll und die Ankündigung, es ist ein Legendary, was ihr noch nicht hattet. Wenn ich jetzt die Reddit-Post dazu lese, dann scheint das nicht gelungen zu sein, Ich möchte aber dazu ganz, ganz wichtig erwähnen, die Leute meckern lieber, als dass sie loben. Das ist eine menschliche Sache, die ist einfach so... Ist irgendwas scheiße, wird gerne drauf rumgetreten, ist irgendwas gut, vergessen wir ganz zu sagen, hey, Daumen hoch. Deswegen auch immer mal ein Hinweis, denkt an den Daumen nach oben beim Video. Also, mal gucken, wie es wirklich ist. Ich habe mich selber auch noch nicht eingeloggt, also sprich, mein Charakter noch nicht eingeloggt. Mal schauen, was ich für ein Item erhalte. Auf alle Fälle soll es ein Godroll Legendary sein. Und wenn ihr einloggt und ihr habt eure Bank voll und euren Charakter voll, auch das macht gar nichts. Sobald ihr Platz im Inventar schafft, bam, magisch, gibt es ein Legendary für euch. Wahrscheinlich nochmal ein- und ausloggen, mehr ist nicht zu tun, dann habt ihr das gute Stück. Neben dem Legendary gibt es natürlich noch mehr, und zwar gibt es dann nochmal extra Titanium, und zwar basierend auf eurem Charakterlevel. Und dazu gibt es dann noch das neue Emote Frustration. Man kann seine Frustration ausdrücken, also das haben sie nicht geändert in Jubelschrei oder ähnliches, sondern es ist bei der Frustrations-Emote geblieben, die wir bekommen, was jetzt also heute bei euch sein sollte. Alles ohne Download. Auch das ganz wichtig. Dann denkt ihr jetzt, oh, das ist ja noch gar nicht online oder so. Ihr braucht keinen Download. So auf alle Fälle die Angabe.
Das war jetzt erst einmal das Dankeschön-Paket. Danke für die Blumen, danke für die Legendaries. Zusätzlich gibt es Änderungen an der Balance. Und da ist einiges dabei und das ist alles positiv. Gleich vorweg, es sind nur Verbesserungen. Änderungen an der Balance, da hat man immer gleich Angst, dass man von Nerfs reden muss. Nein, es sind alles Verbesserungen. Ich packe euch natürlich das unten rein in die Videobeschreibung, den direkten Link. Dann kann jeder für seinen Hauptcharakter selber nachsehen, was hat sich da geändert, was ist besser geworden. Da haben sie wirklich eigentlich jeden Charakter angefasst und halt Skills verbessert, die ihrer Meinung nach zu wenig genutzt werden. Verbessert wurde zum Beispiel, nur mal als Beispiel, das Kugelreflektieren vom Verwüster. Das ist ja vom Skill her ist es nett, ist es total nett, ist es ein geiler, cooler Skill, aber die Verwendung davon ist dann eher suboptimal. Der wurde gepimpt. Gegen Elites taugt er immer noch nichts, aber gegen Mobgruppen soll er sehr gut sein. Dann zum Beispiel halt natürlich auch die Waffen der Zerstörung beim Technomancer. Die benutzt man dann normalerweise auch nicht unbedingt so sehr, außer man hat wirklich zu 100% das Equip dafür. Auch die wurden verbessert. Also da wurde einiges geändert und was ganz wichtig war, und zwar über alle Charaktere hinweg, und zwar die Stat Leben. Die Stat Leben auf eurer Rüstung hat jetzt Sinn. Das war ja immer genau das Perk, wo ich gesagt habe, egal was für ein Bild es war, das könnt ihr total ignorieren, weil halt einfach, ja, die Punkte, die da drin stecken, einfach so wenig gemacht haben, so wenig ausgemacht haben. Es hat sich nicht gelohnt, in Leben zu skillen und das soll jetzt neu sein. Das haben sie komplett gepimpt. Da soll es also möglich sein, dass ihr vielleicht sogar euren Lebenspool verdoppeln könnt. Nur über die Stat soll es möglich sein, euren Lebenspool zu verdoppeln. Da haben sie wohl wirklich mal angefasst und das war auch ehrlich gesagt von vornherein nicht wirklich gut. Da hat man sich gedacht, wofür habe ich diesen Stat auf der Rüstung, wenn er mir einfach gar nichts bringt. Wirklich einfach so gar nichts bringt. Das wurde ebenso angefasst. Und damit, wie gesagt, der Ausblick natürlich auf nächste Woche, neuer Patch. Auch dort sind sie bereits am Arbeiten. Wir haben ja immer noch so die Probleme mit der Schadensreduzierung durch Rüstung, dass das alles noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Dazu wird es weitere News geben, die Tage. Und dann wahrscheinlich nächste Woche eventuell ein Patch, der sich halt diesem Thema nochmal neu annimmt. Das ist momentan der aktuelle Plan bei Outriders. Die Geschenke sind da. Es gibt Verbesserungen bei den Skills dazu, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung einmal den Link nutzen, um zum englischen Original zu gelangen. Und das waren sie, die News zu Outriders, einem Spiel, was noch viel, viel vorhat. Da wird es demnächst auch bei mir auf dem Kanal noch weitere Infos für euch geben. Also passt da auf, deswegen habe ich es ja eingangs erwähnt, mit Glocke aktivieren. Da verpasst ihr hier einfach gar nichts. Ich danke euch fürs Dabeisein und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und ich sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.